Da sind wir ausgestiegen und ich weiß nicht, wo der Banker ist. Das ist so die geile Sache. Man wird hier angezeigt, okay, es gibt hier einen Banker, aber wo genau? So, ich kenne Schweine, aber öfters sind so die Geschäfte im Hinterzimmer, so Hinterstübchen. Muss man wo hinten rein. Hallo Jungs, wir wollen zu Bruno. Hi Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Wir haben noch mehr Waffen eigentlich, oder? Also eigentlich. Hi Bruno. Hallo Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Ah, das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. 50, höchstens. Henry. Irgendwas passiert doch hier. Und Sie können irgendwo anders hingehen. Also, hey. Wie wär's mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar und ich kriege bis Freitag 55. Ach so, ist es abgemacht. Okay. Wenn Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Okay, gut. Schön. Jetzt habe ich es kapiert. Isaac, mach 35.000 den 20-Dollar-Schein fertig. Jetzt, ich hab erst mal überlegt, hä, warum? Denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen es bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. 35 und 20, ist das nicht ein bisschen mehr? Glück, Jungs. Also irgendwie kommt mir das so ein bisschen wenig vor, oder? Fahrer zum Meeresgraben, okay. Dann fahren wir mal zum Meeresgraben-Lagerhaus. Guck mal kurz, wo ist es? Ah, das geht eigentlich auch noch. Das ist fast hier um die Ecke. Wunder, da hat sich mal nämlich reingesetzt. Ich habe euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel in- und auswendig kennen. Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ich gehe sonntags zur Kirche und da habe ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche? Ja, und du gehst nicht hin. Weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Nutten gibt. Ich war seit 45 nicht mehr dort. Seit dich deine Mutter gezwungen hat, beichten zu gehen? Ja, ich hatte der Tussi auf den Hintern geglotzt. Gott hab sie selig. Joe, wann warst du das letzte Mal dort? Ostern. Nicht schlecht. 1941. Ich nehme alles zurück. Ist dir das erst jetzt klar geworden? Ich kann euch dann ja Plätze reservieren. Weißt du, ich hab mal von so einem Kreditherr namens Bruno gehört. Muss derselbe Typ sein. Ja, was weißt du über ihn? Du kennst doch Mickey den Krebs, oder? Was? Der Typ, der im Falcon die Klos putzt? Ja, der Typ, der nur einen Finger und einen Daumen an seiner linken Hand hat. Ah. Wohl, weil er einem Typen aus Southport Geld geschuldet hat. Ah, okay. Ich verstehe. Aber mach dir keine Sorgen. Komm ruhig. Der Krebs ist ein Idiot. Sowas passiert uns nicht. Ja, wir werden mal gucken. Wir werden hoffentlich kein Minus machen. Wir werden ja nur Plus machen. Die war rot.
Habe ich nicht gesehen. Habt ihr eine Ampel gesehen? Das ist wirklich ja so. Das habe ich irgendwie jetzt... Habe ich gerade keine Ampel gesehen. So, ich glaube, hier kommt jetzt kleine miese Masche auch. Die Polizei ist noch nicht in der Nähe gewesen, deswegen gab es noch keine Komplikationen. Das ist natürlich schön. Wir sind gleich da. Fahr durch das Tor und in den Hof. Willst du uns umbringen? War halb so wild. Werd nicht hysterisch. Ich will das Tor fahren. Das ist doch kein Tor hier, oder? Doch, das ist ein Tor. Ich mach nichts. Hier. Schön. Auto fährt selber. Irgendwie können die aber trotzdem noch etwas steuern. Hallo, Shinny. Hey, wir haben was mit eurem Boss zu besprechen. Guten Tag, Mr. Tomasino. Ich laufe vor. Bewegt sich eigentlich der Punkt auch? Ja, der Punkt bewegt sich. Ach ja, Hydrantenschlauch. Nehmen wir mal ein bisschen auf die Ölkücken, weil ich habe eine ganze viel Zeit. Ich glaube, das wissen alle. Clips wissen alle. Toll, die Tür wird mir ein bisschen blinkend angezeigt, obwohl ich da nicht selber reingehen darf. Läuft. Willkommen, Henry. Hallo, Mr. Wong. Kommen wir gleich zur Sache. Hat Ihr Koffer das rechte Gewicht? Überzeugen Sie sich. Ja, da, es ist 10磅重的20元美金钞票，一共35,000块。 In Ordnung, bringt es weg und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Muss man ja. Handelsware. Verpackt in 10 Beutel. Jeder wiegt exakt 1 Kilo. Welchen wollen Sie prüfen? Na dann. Alles bestens. Freut mich. Von drüben wird man süchtig und die tun einfach so Kosten. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Ich hab hier es nie. Drogen machen süchtig, aber die kosten einfach. Kommt ab zum Wagen. Irgendwie ein bisschen fragwürdig, oder? Das Schlimmste hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Klingt gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Gut, Leute, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich noch ein bisschen Zeit. Okay, wir wissen nicht, wo Hunters ist, aber... Hoppala, was ist denn hier los? Meine Herren? Scheiße, ne Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Hab ich gewusst. Ah, ich bin ein paar Bandit. Schöne Schuhe. Das sind gar keine Bullen. Leg sie um, Jungs. Schieß, Vito. Uiuiui. Rückseite. Gib mir Deckung, Vito. Da kommt noch mehr. Warte. Ich hab ihn. Wollte. Gut gemacht. Aber es sind immer noch viele. Komm. Scheiße, wir können nicht zurück. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Mann. Ciao, ciao.